Ich muss ehrlich sagen, es gibt zwischendurch so Momente, da bin ich müde und einfach dann derbe unmotiviert. Aber diese Momente, das will die scheiße Mücke in meinem Mund. Aber diese Momente muss man auch überwinden und weitermachen. Es gibt tatsächlich Momente, wo man keinen Bock mehr hat, aber wir machen jetzt weiter. Ihr seht schon, ich habe hier schon ein bisschen was hingestellt vorhin, und zwar den fast fertigen weißen Subwoofer. Das ist das Endstufenmodul, was wir gleich einsetzen werden. Und was ich euch gar nicht gezeigt habe, habe ich mich völlig vergessen in den letzten Clips. Ich habe, als wir das Gitter schon fertig gemacht haben, das auch schon eingesetzt, und der Treiber ist ja auch schon drin. Und das sieht, finde ich, richtig, richtig cool aus. Ich finde, der Bass kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. Bin damit, ja, total zufrieden und hätte nicht gedacht, dass der am Ende so cool aussieht. Ich habe jetzt schon mal das Kabel vom Subwoofer verzinnt, dass wir auch das gleich an die Endstufe anschließen können. Ich denke, das ist schlauer, wenn wir das vorher machen. Dann werde ich mal sehen, wie es am besten geht. Loch ist durchgebohrt, habe ich mit Holzleim ein bisschen, ach, das ist nichts Besseres da, verdichtet, dass praktisch die kleinen Ritzen, die hier noch zwischen Kabel und Loch sind, auch gestopft werden, dass da keine Luft vom Subwoofer selber zum Endstufenraum gelangt. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen Kopf machen, wie wir die Endstufe hier platzieren. Ich würde ja sagen, wir nehmen neue Röhrchen. Hier sind ja schon so kleine Röhrchen mit so kleinen Distanzen angebracht, aber die sind für Gewindeschrauben. Von innen kommen wir noch ganz, ganz schlecht daran. Vor allem können wir hier ganz schlecht durchbohren wegen den Leisten, die hier schon dran sind. Und weil die Bohrer in der Größe allgemein zu kurz sind. Deshalb würde ich folgendermaßen verfahren. Ich würde die Gewinde des Hans-Dinger, die von Schul Electronics mitgeschickt wurden, einfach abmachen. Durch Alu-Röhrchen ersetzen, die wir ja hier haben, praktisch custom-made zusägen und dann mit Holzschrauben das Ganze hier reinmachen. Bei so einer leichten Platine ist es, glaube ich, echt kein Problem, es mit Holzschrauben zu machen, das wird easy halten. So, als Distanzhalter schneiden wir also wieder unsere kleinen Röhrchen ab. Deswegen einfach hier kurz mal markiert. Dann nehmen wir uns die Eisensäge und sägen unser kleines Röhrchen. Clip. Heiß! So, wenn wir die haben und noch ein paar andere, dann haben wir hier praktisch so eine, ja, so eine kleine See unten. Dann haben wir so eine kleine Abstandshalterröhrchen, wo wir jetzt eine Schraube durchstecken können. Und somit können wir unsere Platine ein bisschen anheben und die Lötstellen schützen. So, die Endstufe sitzt drin und der Bass ist auch schon verkabelt. Sieht jetzt, ich kann jetzt die Kamera nicht jedes Mal umstellen, weil hier ist kein Platz drin. Sieht jetzt so aus, die Endstufe ist jetzt fest hier drin, bewegt sich wirklich gar nichts mehr, wunderbar. Der Bass ist schon bei Kanal 3. Angeschlossen. Das ist echt witzig bei Schul Electronics. Es gibt kein Manual von diesem Modul, wo steht, welcher Kanal der starke ist. Ich habe einmal 400 Watt und zweimal 200 Watt. Ich weiß nicht, welcher Kanal der starke ist. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, es gibt bei Schul Electronics ein Bild, so ein Wärmebild, wo man sehen kann, wie krass heiß das Ding wird, wenn es ausgelastet wird bei 400 Watt. Und da war nur ein Kanal angeschlossen. Wird der wahrscheinlich der kräftige gewesen sein. Und das war auf dem Bild Kanal 3. Deswegen denke ich mal, dass Kanal 3 der starke sein wird, wenn wir es am Ende wahrscheinlich rausfinden. Trotzdem schon mal verkabelt das Ganze. Endstufe sitzt drin. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den Platz für das Netzteil. Das ist das Netzteil. So, das packen wir jetzt hier so rein. Ja, passt auch ganz knapp hier vorbei. Das wird dann hier sitzen, also kurz bevor es die Hinschbuchsen berührt. Denn wir brauchen ja noch den Platz hier. Sieht man das? So, wir brauchen ja noch den Platz hier für unsere Buchsen, die praktisch hier hintergehen, weil die ja ziemlich, ziemlich tief sind. Das Netzteil packen wir auf jeden Fall so rum, dass der Lüfter unten ist, weil nämlich hier auch das Ansauggitter ist. So kann nämlich das Netzteil sich auch direkt aus dem Ansauggitter auch die Luft holen und muss die Luft, die muss sich erst so außen rum und so weiter. Ist auf jeden Fall fürs Ansaugen deutlich günstiger. Der DSP sitzt dann praktisch später hier drüber ungefähr. Hier ist die Endstufe, hier ist der Lüfter. Das Netzteil, die Buchsen kommen hier rein und diese kleine Ecke nutzen wir noch für das Netzteil für den DSP. Da habe ich noch so einen alten 12-Volt Trafo, der 200 mA auf 12 Volt macht. Reicht für den DSP genau aus. Ja, es ist ein Trafo, nicht ganz so effizient, aber ich glaube bei 200 mA ist es echt nicht so tragisch, als wäre es ein Kilowatt. Deswegen können wir darauf, denke ich, mal verzichten. Bauen hier einen kleinen Trafo noch ein, der dann, wie gesagt, für den DSP da ist und dann sind wir ready to go. Jetzt machen wir das Netzteil fest, verkabeln das alles schon mal ein bisschen grob und dann sind wir auch mit dem Bass sogar schon fast fertig. Wie ich das genau gemacht habe, zeige ich logischerweise nicht, einfach aus dem Grund, weil das so Sachen sind, das sollten Menschen tun, die Ahnung haben. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann wisst ihr schon, dass ihr es gar nicht machen solltet. Ich habe ein typisches Steckernetzteil jetzt auseinandergenommen und habe den Trafo inklusive Gleichrichter und Kondensator packe ich jetzt in der Hand. Und jetzt werden wir den Trafo hier auch mit reinsetzen, oben links in die Ecke.
Und das wird dann unser Netzteil für den DSP sein. Das große Netzteil steckt aber jetzt schon drin, das habe ich schon festgemacht, mit Lochband. Das steckt jetzt hier drin, ist auch bombenfest, also da rutscht wirklich gar nichts. Nur als Tipp kann ich euch geben, nimmt auf, also Lochband macht sich dafür ganz gut. Aber biegt es nicht so, dass praktisch der Winkel, wo ihr die Schraube ins Holz reinsetzt, biegt es nicht so, dass das wirklich Unterkante vom Netzteil ist, sondern wirklich noch so ein Stück Luft hat, damit, wenn ihr die Schrauben anzieht, es sich wirklich noch richtig spannen kann. Weil nur so habt ihr wirklich verdammt gute Stabilität. Wenn ihr das richtig spannt, das Metall, das Band, dann ist das wirklich bombenfest. Also ich bewege sich gar nicht. Ich kann nicht rumruppen, wie ich will. Das ist bombenfest. Wie muss denn das aussehen, wenn ihr immer bloß die ganzen Sprünge hier seht? Wenn die immer nur neue Clips und immer mehr ist hier geschafft. Also der DSP, Trafo sitzt mittlerweile auch schon drin. Ich habe jetzt auch schon die Faceplate hier oben mal eben reingesetzt zum Testen. Jetzt hat der Bass auch schon gut Gewicht bekommen. Ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Diese schwarze Faceplate hier hinten drin. Sieht echt cool aus. Warum ich jetzt den Clip mache, ist folgender. Wir müssen erstmal die Löcher markieren für die ganzen Schrauben, um dass die Faceplate sich festhalten kann, bevor wir alles verkabeln. Sonst bohren wir da rein und haben ein Kabel im Weg und machen irgendwas kaputt. Deswegen jetzt die ganzen Löcher markieren in gleichmäßigen Abständen, die Muttern reinschlagen und dann können wir erstmal weitermachen. So, hier haben wir erstmal alle Löcher gebohrt, alles wunderbar. Und die Einschaltmutter werden wir auch noch reinmachen. Was mir nur eingefallen ist, wir könnten noch den Platz zwischen den Buchsen nutzen, um hier auch noch eine Schraube reinzumachen. Wenn man dann nichts zum Gegenkontern, also nehmen wir einfach wieder unser kleines Metallröhrchen als Distanzhalter, würde ich sagen, und machen oben lange Schraube rein, dass wir wenigstens, wenn wir hier was in die Buchsen reinstecken, das Metall nicht so biegen. Dann müssen wir uns noch was einfallen lassen, aber ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. So, Freunde, zwei Tage später. Ich habe gestern nichts mehr geschafft, weil gestern war Drehtag bei Amann und dann war noch ein bisschen ein Gespräch mit dem und noch ein bisschen da und mit Honi getroffen und ihr kennt das sicherlich. Aber wir sind weit gekommen. Wir haben, wie ihr im letzten Teil schon gesehen habt, die Löcher hier gebohrt. Die Einschaltmutter habe ich auch schon reingesetzt und in dem Subwoofer sitzt auch schon eine ganze Menge drin. So, schauen wir mal live rein. Wir haben jetzt hier unseren Subwoofer. Macht ihr jetzt so ein bisschen einfacher, deswegen. Und genau, folgendes, haben wir jetzt hier unser Schaltnetzteil für die Endstufe, haben jetzt hier unsere Endstufe und haben hier den kleinen 12-Volt-Trafo mit Gleichrichter und Kondensator zum Puffern. Der liefert 12 Volt, 200 mA, was unseren kleinen DSP, der hier außen sitzt, locker reicht, weil der braucht bei 5 Volt 150 mA und dementsprechend reichen bei 12 Volt 200 locker, weil er wahrscheinlich bloß 75 oder so brauchen würde. Als nächstes würde ich mal den Lötkolben anschmeißen und dann würde ich sagen, löten wir mal eben die drei Potis zu den Inputs der Endstufe. Und dann können wir auch schon Deckel drauf machen eigentlich. Dann ist eigentlich der weiße Bass eigentlich schon so gut wie fertig. Genau, jetzt löten wir praktisch hier von den Potis, praktisch die Pole, die noch übrig sind, löten wir jetzt zur Endstufe. Blöd ist nur, weil in dem Fall, ich habe ja bei dem anderen Bass, habe ich ja die Kabel für die Inputs schon vorher rangelötet. Habe ich in dem Fall jetzt nicht gemacht, was natürlich ziemlich dämlich ist, weil ich das jetzt von oben ranlöten muss. Geht trotzdem zum Glück, weil die Platine beidseitig belötbar ist, aber hätte ich vorher dran denken sollen. Also macht's nicht falsch und lötet die Input-Kabel schon vor den Festschrauben des Endstufenblocks ran. Wir haben ja noch ein bisschen Signalkabel, die von den anderen Kabeln übrig sind. Die würde ich sagen, nehmen wir jetzt auch dafür. Da schätzen wir einfach ganz grob hier die Länge ab. Natürlich nicht, wo der Stecker dran hängt, sondern die Seite hier. Das ist der Bass-Poti. Dementsprechend muss der zu Kanal 3. So wissen wir, dass wir ungefähr hier cutten müssen. Die andere machen wir dementsprechend ein kleines bisschen länger, dass wir hier keine zu langen Kabel haben. Und dann passt das. So, wie ihr seht, ist die Erde hier verbunden, was überhaupt nicht schlimm ist, weil die Erde, also praktisch der Minuspol, sowieso innerhalb der Endstufe zusammengebunden ist. Deswegen könnt ihr von allen Kanälen ruhig die Erde zusammenführen, ist an sich gar kein Problem, macht dem DSP auch nichts. Und bei der symmetrischen Version haben wir das sowieso schon zusammengefasst, weil wir das über ein dreipoliges Kabel angeschlossen haben. Deswegen, Erde zusammen ist kein Ding, man sieht es hier auf der Grafik, die sind verbunden, ist absolut kein Ding. Hauptsache, die beiden Pluspol-Litzen sind einzeln. So, wenn wir alle Kabel an der Endstufe dran haben, wird es Zeit, sie an die Potis zu kleben. Natürlich zu löten. Ja, das löten wir jetzt hier raus, natürlich unter die anderen Kabel durch, dass wir hier nicht irgendwie uns überschlagen. Deswegen erstmal die anderen Kabel hier aus dem Weg nehmen. Dann packen wir die da jetzt ran. So, und dann kann der Deckel drauf. So, wir haben ja die Potis und die Kabel schon vorher verzinnt. Deswegen können wir jetzt ganz easy einfach das hier ranlöten. Das machen wir jetzt mit jedem Kabel. Okay.
kann halt drei daran und jeweils die Erde zusammen. Mach mal ein bisschen kürzer, Schrumpfschlauch zwischen und dann ist hübsch. Ich habe mich gerade tode erschrocken, gerade eben, ich schraube hier so rum und der Kompressor springt hinter mir an. Boah, Alter, ich bin fast an die Decke gesprungen. Mir ist gerade aufgefallen beim Montieren der ganzen Sache, also ich habe jetzt schon Lautsprecherkabel montiert, NF-Kabel sind montiert, Stromkabel fehlt. Mir ist aufgefallen, es ist viel zu steif. Also ich mache hier wahrscheinlich mehr kaputt, weil ich das hier reinpresse, als wenn ich mir jetzt einfach jetzt den Mantel abschäle und praktisch drei Einzelitzen habe. Macht sich auch viel einfacher, das bei dem kleinen Platz hier reinzukriegen, als jetzt hier ein dickes Kabel durch die Gegend zu wursteln. Deswegen würde ich sagen, oder kann ich gleich einen Tipp geben, baut die Kabel hier einfach gleich ohne Mantel. Ich dachte, das wäre ein bisschen aufgeräumter, aber leider ist es so viel zu steif und viel zu widerstandsdingsy. Ich komme langsam voran, aber ich komme voran. Vielleicht reicht es ja auch bloß so 5 cm einfach den Mantel abzumachen, als wenn ich jetzt hier alles abmache. Es geht mir nur ums Einfädeln und dass hier nicht alles so derbe steif ist. So, bevor ich den Deckel zumache, muss ich mir noch überlegen, wie ich jetzt den Schaum hier irgendwie rankriege. Ihr seht schon, doppelseitiges Klebeband. Einfach aus dem Grund, ich wollte es erst schraubbar machen. Problem ist, wir haben keinen Platz. Also wo soll man hier noch was hinschrauben, dass das Gitter irgendwie rangehalten wird? Und Sprühkleber ist auch scheiße, muss man dann das Gitter mit auswechseln, alles nervig. Deswegen dachte ich, machen wir einfach doppelseitiges außen am Rand. Das kriegt man nämlich ganz einfach ab, kann man ersetzen, neuen Schaum ranmachen und fertig. Und das Gitter kann so bleiben. Deswegen auf die Art. Wahnsinn, das Schall regt mir ab. Was ist denn das für eine Gülle hier? Ich hasse das, diese dünne Folie vom Kleber einmal abzuziehen. Das ist immer eine richtige Gimp-Arbeit. In so manchen Momenten hasse ich mich ja selber. Jetzt sind wir eigentlich schon so weit, den Deckel drauf zu machen. Aber wir haben den Stützkeil vergessen. Ich habe ja davon gesprochen, dass wir hier, da wo noch ein bisschen Platz zwischen den Buchsen ist, am besten noch einen Stützkeil hier reinleimen. Damit, wenn wir raus und reinstecken, die Stecker, dass sich das Material nicht so mitbiegt. Den müssen wir jetzt noch machen. Sonst haben wir später auf Dauer echt ein Problem. Aber an sich, der Rest ist schon mal fertig, alles ist dran, Schaum ist dran. Theoretisch müsst ihr bloß beim Zudeckeln Netzteil für den DSP ranmachen, also hier den Stecker reinstecken. Und das USB-Patch von hier hinten zum DSP fehlt noch, das ist noch unterwegs. Das ist ein 20 cm Kurzkabel, so ein Winkelkabel, was irgendwie nie ankommt. Machen wir erstmal den Keil. So, mein Vater hatte eine coole Lösung, um das Problem zu beheben. Problem ist, wir können da von unten nicht rein, weil es hier der Bastoflex-Port ist. Holz, ungerne für eine Schraube, soll ja schön stabil sein, weil man hier eine ganze Menge rumwuchtelt. Deswegen nehmen wir jetzt hier einfach so einen kleinen Metallwinkel und so eine Gewindehülse, wie auch immer man das nennt. Dann müssen wir den Winkel halt noch ein kleines Stückchen aufbauen, dass das auch passt. Stecken die Schraube hier durch, schrauben die Hülse erstmal auf. So, und dann können wir nämlich den Winkel natürlich, bevor der aufgeschraubt ist, den hier reinsetzen, genau das Loch hier markieren, zumachen und von oben eine Gewindeschraube rein und dann ist das super, super feste. Wundervoll. Sie unten. Fasse ich aber an die andere Scheiße heiß.